Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem knuddeligen Kanal, Freunde. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir geben uns heute wieder was von Nina Chuba, because we have to catch up, man. We have to catch up. Einiges ist schon rausgekommen, einiges kommt jetzt noch raus. Nach Wildberry Lele geht's noch weiter nach oben und da freue ich mich drauf. Aber Rhabarber, würde ich sagen. Ich bin super gespannt jetzt auf Nicht allein in der Piano-Version. Denn Nicht allein Song, den ich in der normalen Version nicht so... War nicht so mein Taste getroffen. Ja, ich will nicht sagen, dass der nicht so gut war, aber der hat nicht so meinen Geschmack getroffen. Von daher bin ich umso gespannter wie ein Pfeil und ein Bogen, wie es jetzt in der Piano-Version aussieht. Ich habe wirklich von euch einige Kommentare bekommen, dass ich mir das doch bitte in dieser Version anhören soll mit euch zusammen. Und ich bin sehr gespannt. Falls ihr euch wundert, hey, Flo der Flo, warum nennt ihr mich eigentlich Flo? Also ihr nennt mich gar nicht, ihr redet nicht mit mir. Ich dachte, aber ich heiße ja Flo. So, ich heiße Flo. Aber denkt ihr, oh geil, neues Video von Flo rausgekommen? Oder denkt ihr, ah cool, neues Video von Flo der Flo? Weil Flo der Flo sage ich halt nie. Und dieser Name, also so, den höre ich halt so gut wie nie. Aber es ist auch komisch, wenn ich irgendwo bin, letztens war ich auf einer Feier von Ju und Rezo, die haben ihren Spotify-Podcast, der war ein Jahr alt, und da hat mich Ju so ein, zwei Leuten vorgestellt. Und meinte so, ey, das ist Flo der Flo. Und das war für mich komisch, weil ich dachte, oh ja, aber das bin ich halt so. Aber ich höre den Namen so selten, Mann, weil ich immer Flo bin. Egal, ist ja auch Wayne eigentlich. Aber schreibt mal rein, nennt ihr mich Flo oder Flo der Flo? Würde mich mal interessieren. Ey, und bitte sagt nicht, dass manche von euch denken auch, ich heiße Flo oder Flo. Oder Flodder Flo. Nee, das ist es nicht. Es ist schon Flo der Flo. Gut, wir hören rein, nicht allein. Wie kann das sein, dass ich reim? Danke. Das war der falsche Knopf. Ich hab dich gehört, bevor ich dich das allererste Mal gesehen hab. Das ist der Rhythmus deines Lebens. Und ja, ich weiß, du hörst das auch. Wenn ich was sage, bist du taub. Seit wann fällt bei dir täglich dieser Regen? Draußen bestes Wetter, aber... Ey, das für mich ist das jetzt, das ist jetzt hier unfair, ne? Weil ihr wisst, sowas mag ich. Das ist direkt ein komplett anderer Vibe, Mann. Das ist wirklich, also außer, dass diese Lampen aussehen wie große Eulenaugen, die mich angucken. Ist das direkt emotional? Ich sag's, wie es ist. Draußen bestes Wetter, aber in dir diese Sonnenfinsternis. Es donnert und es blitzt. Boah, ich werd dich nicht vergessen, doch will nur, dass du dich auch niemals vergisst. Weißt du noch, wer du bist? Du bist nicht allein. Wir können das ja teilen. Lass mich für dich weinen. Vielleicht wird's dann leichter. Okay, scheiß auf alles, was ich vorher gehört habe. Diese Version vom Song ist es. Gib's hier auf Spotify? Bitte. Vielleicht wird's dann leichter und fehlt dir der Halt. Dann geb ich dir mein. Du weißt doch, ich bleib. Vielleicht wird's dann leichter. Boah, ich weiß, das Leben stresst dich. Kann mich nicht erinnern, wie es aussieht, wenn du lächelst. Das ist ein 20 aus 10 Song auf einmal. Also ich sag's auch, wie es ist. Auf den Text habe ich mich gar nicht so sehr fokussiert. Den Text mochte ich aber bei der originalen Version auch schon. Aber der kam nicht so rüber wie jetzt. Und ich mochte halt irgendwie so das Soundbild vom Song. Hat mir nicht so zugesagt irgendwie. Deswegen habe ich nur einmal gehört und dachte, nee, ist leider nicht so. Aber egal, ist ja nicht schlimm. Aber das hat jetzt einen ganz, 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 ganz anderen Vibe. Ich weiß, das Leben stresst dich. Kann mich nicht erinnern, wie es aussieht, wenn du lächelst. Du bist unfassbar unersetzlich. Ich will nicht... Boah, das hittet. Das hat, diese Zeile habe ich gar nicht gehört, aber wie sie sagt, du bist unfassbar unersetzlich. Unfassbar unersetzlich. Ich sag's, wie es ist, gerade an Leute, die vielleicht so einen kleinen Push brauchen, die... Oder gerade für Leute, denen dieser Song eh schon gut tut, diese Zeile hittet, sage ich. Du bist unfassbar unersetzlich. Das ist eine krasse... Das Punkt schon. Dann leichter. Ich weiß, das Leben stresst dich. Kann mich nicht erinnern, wie es aussieht, wenn du lächelst. Du bist unfassbar unersetzlich. Ich will nicht, dass du weißt, wie es ist, wenn du weg bist. Ich hoffe, dass in der Dunkelheit eine deiner Wunden heilt. Auch wenn hier schon so lange kein Funke scheint. Denn ich weiß, dass dieser Junge schreit, wenn dieser Junge schweigt. Boah. Oh mein Gott. Ey, das hittet 20 aus 10 anders gerade. Ich darf hier nicht zu emotional werden, ja. Junge, das ist wirklich krass. Digga, also wow. Wenn hier schon so lange kein Funke scheint,
Denn ich weiß, dass dieser Junge schreit. Auch wie sie's performt und das Piano, der Typ am Piano, Junge, er wurde geboren schon mit Pianofingern. Ich sag's, wie es ist, die Performance macht auch viel aus. Schreit, wenn dieser Junge schweigt. Boah. Du bist nicht allein, wir können das ja teilen. Lass mich für dich weinen. Vielleicht wird's dann leichter und fehlt dir der Halt, dann geht. Ich find's so bemerkenswert, wie sie in so jungen Jahren solche krassen Texte so performen kann, wisst ihr? Dass sie so. Das hört sich so an, als ob sie so aus 30 Jahre langer Erfahrung das hier gerade rüberbringt. Leichter und fehlt dir der Halt, dann geb ich dir mein. Du weißt doch, ich bleib. Vielleicht wird's dann leichter. Vielleicht wird's dann leichter. Junge, so eine einzigartige schöne Stimme auch, Junge. Ich sag's, wie es ist, man, diese Stimme. Vielleicht wird's dann leichter. Krass. Krass. Also wie ein Song sich einfach mal um 100 Millionen Grad in meiner Wahrnehmung drehen kann. Crazy, Mann. Boah. Digga, also krass. Wunderschöner Song. Ich würde direkt sagen, und alles gleich ist mein Top-Song von ihr. Ich würde sagen, in dieser Version direkt mit dabei. Auf 1. Krass, also das ist wirklich für mich gerade heftig, was einfach eine andere Art und Weise, wie der Song performt wird, ein anderes Tempo auch ausmachen kann. Heavy, man. Ich würde den am liebsten direkt jetzt in der Reaction nochmal hören, aber ihr habt alle jetzt schon keine Lust mehr gefühlt. Ich werde mir den gleich direkt nochmal geben, Mann. So ein wertvoller Song, würde ich sagen. Ein richtig wertvoller Song. Hat mir richtig gut gefallen. Okay, ey, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, ja. Fühlt euch einfach alle mal ganz doll gedrückt. Okay? Es sei denn, ihr wollt nicht. Dann weiter kommt der Nächste in die Reihe. Dann einmal, bitte einmal weitergehen, danke. Der Nächste, der darf sich gerne wieder gedrückt fühlen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schnellstmöglich aber bei einem weiteren wunderbaren Video. Und, ja. Das, ich hoffe, es gibt es auf Spotify. Wenn nicht, bin ich traurig. Gibt's das nur auf YouTube. Ey, Freunde, egal. Mein Geld ist Matsch. Wir sehen uns. Tschüssi.